Fast einen kompletten Tag lang war der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Donnerstag zu Besuch im Landkreis Göppingen. Pünktlich um 14 Uhr fuhr der Grünen-Politiker an der Klinik am Eichert vor, um seinen ersten Termin im Kreis wahrzunehmen. In einer Diskussionsrunde mit beinahe allen Bürgermeistern und Kreistagsabgeordneten des Landkreises sprach er über die Probleme und Nöte der Bürger in Göppingen. Ganz neu waren dem Ministerpräsident die Anliegen, wie zum Beispiel der Ausbau der B10, nicht. Schließlich ist er auch außerhalb solcher Landkreisbesuche ab und zu in der Region unterwegs. Ich wandere hier zum Beispiel im Helfensteiner Land gerne. Der gehört natürlich auch wie der ganze mittlere Neckarraum, der ganze Großraum Stuttgart. Das ist ja sozusagen hier die wirtschaftliche Schlagader unseres Landes mit. Ja. Und dazu brauchen wir gute Infrastrukturen. Und insofern ist der, glaube ich, gut aufgestellt. Und man kann natürlich auch sagen, das ist schon erstaunlich, wenn man in so ein Land geht, wo die ganze Welt weiß, wir sind eine der innovativsten und stärksten Regionen der Welt, dass wir trotzdem immer noch Wünsche ohne Ende bekommt. Ja. Aber andere schlafen halt auch nicht, deswegen muss man sich immer nach der Decke strecken und darf sich nicht ausruhen auf seinen Erfolgen. Ein weiteres Thema, das die Kommunalvertreter angesprochen haben, war die Bildungspolitik. Auch hier blieben unterm Strich, wie bei allen anderen Themen, ein wenig Lob für das bisher Geleistete und jede Menge neue Wünsche und Forderungen für die Zukunft übrig. Dass da Wünsche an mich herangetragen werden, ist ganz normal. Und das ist ja der Sinn, das zu sortieren, wo brennt es am meisten, wo setzt man die Gelder vernünftig ein. Ich darf, so wie ich auch ständig Betriebe besuche, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wo stehen die, wo sind die Herausforderungen, das ist mit den Kommunen und Kreisen genau dasselbe. Ein Gespür da kommen, wo ist der Trend, wo brennt es, wo muss man wirklich mehr machen, wo kann man was einsparen, wo täte es nicht so weh. Das kann man nur, wenn man sehr dicht an den Leuten ist und wenn sie offen sagen, das ist immer der Fall. Also insofern ist das schon wertvoll, um einfach eine klare Stimmungslage, aber auch sehr konkret einen Eindruck zu bekommen, wie steht es im Land. Insofern mache ich diese Besuche sehr, sehr gern. Sie sind mir sehr wichtig. Nach der kommunalpolitischen Diskussion machte der Ministerpräsident noch eine kleine Besichtigungstour durch die Klinik am Eichert. Dabei besichtigte er zum Beispiel das CyberKnife, ein in Baden-Württemberg einmaliges Gerät zur schonenden Strahlenbehandlung. Anschließend lernte er auch die sogenannten grünen Damen kennen. Das sind ehrenamtliche Helferinnen, die als eine Art gute Seele den Patienten zur Verfügung stehen. Nach dem kurzen Kennenlernen musste der Ministerpräsident aber direkt zum nächsten Termin weiterreisen. Auf dem Göppinger Waldeckhof besichtigte er unter anderem eine Käserei und machte sich ein Bild davon, wie der landwirtschaftliche Betrieb funktioniert und wie die Tiere untergebracht sind. Auch einige einheimische Produkte begutachtete und probierte der Landeschef. Den Abschluss seines Landkreisbesuches verbrachte Winfried Kretschmann danach bei der Verleihung des Deutschen Bürgerpreises in Saalach. Hier wurden Bürger ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich engagieren. In der Jury zur Preisvergabe saß unter anderem Landrat Edgar Wolf. Es gab einen Kriterienkatalog von 8 bis 10 Kriterien. Da kam es einfach darauf an, wie lange ist das Engagement schon da, wie vielfältig wirkt es, ist es kreativ, ist es innovativ, was sind die Auswirkungen dieses Engagements, und wir haben das sehr gut durchbewertet. Da wären eigentlich alle Bewerbungen wirklich auch verdient gewesen für eine Ehrung. Aber ich glaube, wir haben eine sehr gute Auswahl getroffen, und es ist wichtig, dass diese Auswahl symbolisch auch steht oder auch stellvertretend steht für viele, viele Ehrenamtliche, die da sind. Aber das, was heute da war, das hat, glaube ich, die Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements sehr gut repräsentiert. Beworben hatten sich insgesamt 34 Projekte in 4 unterschiedlichen Kategorien. Einer der Gewinner waren die 4 Bürgerbusse, die derzeit im Landkreis Göppingen unterwegs sind. Also der Bürgerbus, der funktioniert auf 3 Säulen. Das eine, das ist die größte Säule, das ehrenamtliche Engagement. Wir haben 30 ehrenamtliche Fahrer, die umsonst fahren. Dann haben wir ein Team, das den Bus begleitet, nochmal 5, 6 Leute. Also knapp 40 Leute, die den Betrieb gewährleisten. Das ist die eine Säule. Die andere Säule ist unsere Wirtschaft. Wir bekommen also jährlich Zuschuss für Werbung auf dem Bus.
Und die dritte Säule ist die Gemeinde, die das Ganze mit betreut und unter ihren Mantel genommen hat. Und auf den drei Säulen basiert der Bus und dreht seine Runden für die Bürgerinnen und Bürger bei uns in Uhingen, aber genauso in Ebersbach, Saalach und Süßen. Für 1 Euro kann man da praktisch eine Runde durch die Stadt fahren. Ohne das ehrenamtliche Engagement wäre ein solches Projekt fast unmöglich. Wir haben eine Vergleichsroute gehabt in Uhingen. Die hat ein Drittel von der Strecke abgedeckt und hätte 250.000 D-Mark damals noch gekostet, also rund 120.000 Euro. Und es wäre nur ein Drittel von der Runde gewesen. Da sieht man mal, welchen Wert der Bürgerbus ehrenamtlich bringt. Weitere Auszeichnungen gingen beispielsweise an Rainer Kienzle vom Deutschen Roten Kreuz für die Einrichtung einer Jugendsanitätsgruppe. Eine weitere Preisträgerin ist Hildegard Lutz. Sie hat unter anderem den Kreisseniorenrat im Landkreis Göppingen gegründet. Am Ende des Abends sprachen der Landrat und der Ministerpräsident aber auch nochmal einen Dank an alle Ehrenamtlichen im Kreis Göppingen aus. Denn ohne sie würde sehr vieles nicht funktionieren. Nach der Preisverleihung stand Winfried Kretschmann den Bürgern noch für zahlreiche persönliche Gespräche zur Verfügung. Anschließend reiste der 65-Jährige zurück in die Landeshauptstadt. Für Göppingens Landrat Edgar Wolf ging damit ein gelungener Tag zu Ende. Wir haben gute Gespräche geführt mit dem Ministerpräsidenten. Ich glaube, wir konnten ihm die Stärken des Landkreises aufzeigen. Wir haben auch über die Herausforderungen und offenen Themen gesprochen. Wir haben sehr gute Gespräche geführt. Es waren wichtige Themen dabei wie Mobilität, Bildung, Asylbewerberunterbringung, aber auch der Gesundheitsstandort stand im Vordergrund. Und jetzt gerade eben dieser Bürgerempfang, ich denke, das war ein sehr, sehr guter Schluss, an dem nochmal das ehrenamtliche Engagement im Vordergrund stand. Das war auch dem Herrn Ministerpräsidenten sehr wichtig. Und dass er dabei war bei der Ehrung verdienter Ehrenamtlicher, ich glaube, das war das i-Tüpfelchen auf der Veranstaltung. Bis der Ministerpräsident den Landkreis das nächste Mal in offizieller Mission besucht, wird es vermutlich eine Weile dauern. Aber vielleicht trifft man ihn ja auch zufällig beim Wandern im Helfensteiner Land oder im Hofladen auf dem Waldeckhof.